hättest dir Gefallen getan. Wenn gestorben wärst, als hattest Chance, Kroschka. Toll. Wo gehen Sie hin? Wenn du laufen kannst, geh! Ärger kommt selten allein. Klar. Zu Befehl, Rasputin. Ich werde mich verpissen. Aber ich ging nicht. Ich konnte nicht. Wo sollte ich denn hin? Also kamen wir zu einer Übereinkunft. Er würde es mit mir aushalten, solange ich meinen Teil beitrage. Und das war der beschissene Anfang von 6 langen Monaten. Es sind jetzt 8 Wochen, seit ich von Claire getrennt wurde. Der alte Mann hat mich aus der Ruine gezogen und mich aufgepäppelt. Und der Armreif? Meiner hat nie die Farbe gewechselt. Und ich habe mich nie in eines dieser Dinger verwandelt. Ich Glückspilz, was? Sobald ich wieder auf den Beinen war, sollte ich dem Alten beim Jagen helfen. Kurz gesagt, ich muss mein Essen selbst töten. Hausordnung. Kannst du mit Pistole? Mehr oder weniger. Gut, du sammelst selbst Munition. Hast keine mehr, nicht mein Problem. Ich verstehe schon. Ich werde keine Last sein. Wenn Jagd ist vorbei, du gehst zu Sägemühleneingang tief in Wald. Das große Tor. Ich kenne es. Ist sehr wichtig, dass du ankommst, ehe Sonne untergeht. Sonst monsterhaft Kroschka zum Abend. Danke, dass Sie mir den Appetit verderben. Ich helfe dir, du hilfst mir. Schulden sind schön, wenn zurückgezahlt. Ja, ja. Gehen wir jagen, ehe Sie an Altersschwäche sterben. Ich weiß, dass ich essen muss, aber... Armes Tier. Du gewöhnst dich dran. Scheiße, ich hasse Pistolen. Weniger meckern, mehr arbeiten. Du solltest Mund auswaschen mit Seife. Okay, Barry. Diese Insekten essen, wenn du Insekten gut durchkochst. Ich glaube, das ist eine super Idee, die ich nicht ausprobieren werde. Dann suche Essen, du magst. Schlange, Ratte, Hase. Vielleicht findest du wilden Hamburger.
Sonne ist nicht ewig oben. Warum bist du hier? Vielleicht, weil sie mir nicht nett gesagt haben, dass ich weiter soll. Ungeheuer sind im Anmarsch. Sei wachsam. Ich weiß. Lassen Sie mich sie erschießen oder wollen Sie sich erst beschweren? Mann, ich muss mich konzentrieren. Wie hat Claire nochmal ihre Waffe gehalten? Gutes Mädchen, wir können hier weiterjagen. Oh, genau. Ich muss nur eben mein gutes Mädchenkleid anheben, damit es sauber bleibt. Wenn fertig bist, geh zu Tor. Ja, Sir.
Wir haben, was wir brauchen. Können wir Feierabend machen? Okay, das sollte genug Essen sein. Gott sei Dank. Ich muss mich hinlegen. Hinlegen? Wir früh fertig. Also hilfst mir schneiden Fleisch. Wow, lehrreich. Ich dachte, das war's. Ich könnte es keine Minute mehr aushalten, von so einem Besserwisser herumkommandiert zu werden. Warum suchten wir keinen Weg von der Insel? Njet, sagte er. Kein Zweck. Schau Realität ins Auge. Sein Haus, seine Regeln. Aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Noch nicht. Ich dachte nur noch an eins. In Wirklichkeit dachte ich nur noch an meinen Dad. Jene Nacht träumte ich von Barrys Sterbebett. Er sah echt traurig aus. Niemand war bei ihm. Niemand zum Nörgeln. Er hatte kein Feuer mehr. Als ich aufwachte, merkte ich, dass ich geweint hatte.